Hallo, hier ist Tobias alias DJ François Fromage. Wie du siehst, bin ich jetzt gerade hier schon unter Palmen und ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen, weil der Wind auf Gran Canaria immer wieder ein bisschen weht. Welchen Hintergrund das Ganze hat und warum ich heute hier bin, das zeige ich dir jetzt. Hallo, hier ist Tobias alias DJ François Fromage. Den heutigen Vlog mache ich jetzt einfach mal rückwärts und zwar hat das folgenden Hintergrund. Gestern hatten wir eine Silvesterhochzeit und zwar wir haben dann gefeiert bis um, glaube ich, 3, 4 Uhr morgens, dann sofort Sachen abgebaut, ab ins Hotel, am nächsten Morgen nach 4 Stunden Schlaf sofort ins Büro, ganze Sachen wieder ausräumen, nach Hause, Koffer packen, ab zum Flughafen und jetzt bin ich eben hier, von dem her liebe Grüße aus Gran Canaria. Wir hatten gestern die Hochzeit von Matze und Heidi und die war insofern besonders, weil es zum einen eine Silvesterhochzeit war, und zum anderen, die das Ganze innerhalb von 4 Wochen auf die Beine gestellt haben. Die hatten mir geschrieben, hatten gesagt, wir haben uns jetzt kurzfristig verlobt und wir wollen noch kurzfristiger heiraten. Und dazu hätten wir gerne dich samt der kompletten Munich Dancing Machine. Und die Herausforderung bei der ganzen Sache war zum einen, weil es natürlich Silvester war. Das heißt, die hatten Schwierigkeiten, eine Location zu finden, haben das Ganze aber sehr geschickt gelöst, weil sie sich gesagt haben, wir haben ungefähre Vorstellungen, sind aber relativ ortsungebunden. Das heißt, wir wollen einfach nicht, dass wir für irgendeine teure Münchner Location viel Geld ausgeben, wo wir jetzt im Münchner Umland bzw. im niederbayerischen Umland eine noch bessere Location für deutlich weniger bekommen können. Und gesagt, getan, das Ganze wurde dann im Bon Vivant in Windorf veranstaltet. Eine wunderschöne Location. Wie es da aussieht, das zeige ich euch gleich. Und was für uns insofern da noch ganz besonders war, war zum einen natürlich die Planungsphase. Meistens sind ja die Anfragen wirklich 10, 12 Monate oder sogar noch länger im Voraus, weil die Leute meinen, man muss einfach so wahnsinnig viel Vorlauf haben, um alles entsprechend zu buchen. In diesem Fall war das aber überhaupt nicht der Fall. Die hatten mir erzählt, die haben natürlich sehr, sehr viel Zeit dafür investiert, aber ich gehe davon aus, das machen andere Brautpaare ganz genauso. Aber der große Vorteil war, weil das Ganze innerhalb von 4 Wochen realisiert wurde, waren die wirklich mit Feuereifer dabei, waren wirklich ganz konzentriert bei der Sache und haben das wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Wie das Ganze jetzt tatsächlich dort aussieht, das zeige ich euch jetzt. Promise for every